Mein Name ist Zoe Walker. Bis vor kurzem wollte ich Journalistin werden. Jetzt will ich nur noch die Luft anhalten und versinken. Nicht, weil ich ohnmächtig werden will. Wegen der Ruhe, die davor kommt, die Gedanken auslöscht und Erinnerungen ertränkt. 90 Sekunden. Etwa so lange dauert es für mich. Und plötzlich ist es, als wäre all das nie passiert. Hallo. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier in einem neuen Spiel. As Dusk Falls, glaube ich, wird es ausgesprochen. Ist wieder ein interaktives Spiel. Daddy, wollen wir spielen? Ja, wir wollen auf jeden Fall spielen. Entschuldige, Spatz. Natürlich spiele ich mit dir. Du bist eine Expertin, aber bist du sicher, dass du alles angesehen hast? Mhm. Vertrau mir, ich hab das im Griff. Also, welche Farbe hat... Ihr merkt schon, es ist ein bisschen anders als... die anderen Spiele, die wir davor gespielt haben, allein schon von der Grafik, also es ist nicht so dieses, wie soll man das sagen? Also es war ja mehr gerade so eine Art, ich hab's ja selber gesehen. Wir nehmen hier den großen Truck, der ist nämlich grün. Welche Farbe hat der große Truck da oben? Der große Truck da oben. Kommt drauf an, welcher Teil vom Truck. Okay, Superhirn. Was ist mit dem Auspuff? Da, wo der ganze Rauch rauskommt. Der ist grau. Hey, du bist heute richtig gut, Zoe. Du bist wohl bereit für die nächste Stufe. Welche nächste Stufe? Du stellst mir eine letzte Frage. Wenn ich sie nicht sofort errate, gewinnst du das ganze Spiel. Los, spielen wir! Okay, ich will mich nur noch einmal umsehen. Bereit? Okay, schieß los. Wie viele Sterne sind auf meinem Rucksack? Ich soll das jetzt wissen, oder wie? Keine Ahnung, 6. Das ist eine harte Nuss. Sind es 6? Aber wieso weißt du das? Dank meiner Superkräfte. Aber du machst es mir nicht leicht. Oh, bin ich eingenickt? Ich bin mir jetzt etwas unsicher, ob diese Grafik so sein soll oder ob ich irgendwas falsch eingestellt habe. Los, zurück ins Auto. Uns fehlen noch Kennzeichen von 45 Staaten. Hey. Hey. Alles in Ordnung? Ja, klar. Es ist nur... Naja. Vergiss es. Alles gut, Michelle. Da bin ich jetzt etwas durcheinander gerade. Was habt ihr denn schon wieder? Nichts, Spatz. Ist nur eine lange Reise. Noch schlimmer als einem Hund Fastfood zu geben, ist der Geruch, wenn es hinten wieder rauskommt. Junge, wer ist er denn jetzt? Opa. Hallo, Opa ist er. Warte, ich bin dein Opa? Ich dachte eigentlich, du wärst mein Opa. Wo warst du so lange? Dachte schon, du hast dich verirrt. Ach, nur bis zum Baum. Du weißt ja, Hunde denken, sie hätten die Kontrolle. Okay, wir müssen wie bei, Okay, schnallt euch an. Wie bei, Heavy Rain müssen wir die Autos selber steuern. Heute zur Hauptsendezeit auf. Aber ich bin halt... Ja, da ist die Grafik jetzt so normal laufend, so... Nur die Figuren haben sich so komisch bewegt, aber ich glaube, das soll vielleicht so sein, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls, wir haben jetzt kurz Zeit gequatscht, wir sind bei As Dusk Falls. Ich werde es in Zukunft aber nur noch Dusk nennen, weil ich habe keine Lust, jedes Mal den ganzen Namen zu sagen. Ist wieder so ein interaktives, Da ist der Name auch. Und jetzt spielen wir das Kennzeichenspiel? Oder singen wir noch ein Lied? Sie ist mitten in deinem Solo eingeschlafen. Du hast sie auf jeden Fall erstklassig unterhalten. Ich bin interaktives Storygame. So heißt es. Ich bin Schafhirte.
Ich führe euch, meine Herde. Ich muss mal ganz kurz, sorry. In bester Laune nach St. Louis. Also ich glaube, wie gesagt, das mit der Grafik soll so sein. Ist sicherlich etwas gewöhnungsbedürftig, aber die Story soll halt richtig, richtig stark sein. Also das Spiel hat einige Auszeichnungen gewonnen. Ist auch relativ neu noch. Ich glaube, vom letzten Jahr. Und wir müssen halt wieder, wir müssen Entscheidungen treffen, wir müssen Antwortmöglichkeiten. Ich habe nicht zugehört, deswegen nehmen wir jetzt das für toll. Hey, das wird super. Ich lerne Banjo spielen, hol mir ein Ticket fürs Country Festival. Haha, du bist gut. St. Louis ist so städtisch, wie es nur geht. Und das weißt du. Und es soll wieder sehr melodramatisch werden, also. War nur ein Scherz, es wird alles gut. Ich sag mal, mit Heavy Rain hatten wir schon sehr, sehr harte Kost, muss man ja nach wie vor immer noch sagen. Es war wirklich sehr, sehr harte Kost. Sehr deprimierend. Ich hoffe, hier bei Dusk wird es nicht so ganz heftig deprimierend, aber es soll wieder sehr melodramatisch werden, also so. Heile Familienwelt crasht komplett. Ich würde nicht mal für eine Tierfutterfirma arbeiten, wenn es der einzige Job im Land wäre. Jim, das ist nicht sehr hilfreich. Ja, das ist jetzt wirklich nicht hilfreich, Jim. 10.000 Mäuse. Du hättest ihre Ärsche verklagen sollen, so wie sie dir das Ding angehängt haben. Nicht irgendeine Abfindung unterschreiben. Noch ist nichts unterschrieben. Aber du willst doch noch, oder? Es ist deine Entscheidung, aber... Es ist wirklich an der Zeit, loszulassen. Sie könnte natürlich schon... Ich habe halt, wie gesagt, nicht wirklich zugehört, weil ich hier mit euch geredet habe, aber sie könnte recht haben, denke ich mal. Ich weiß, es ist nur... hart. Wenn ich unterschreibe, war's das. Ich werde nie wieder für eine Airline arbeiten. Ich weiß. Vorsicht! Geistergecko. Vince war ein guter Junge, aber er hat sich immer alles gefallen lassen. Früher wolltest du diese billigen Actionfiguren haben, um sie den anderen Kindern in der Schule zu geben, wenn sie dich wieder geärgert haben. Und wie war ich in der Highschool? Autsch. Sorry. War nicht so gemeint. Wenn ihr mich nicht dabei haben wollt, sagt es ruhig. Zoe will dich dabei haben. Was war das denn für eine fiese Antwort? Der arme Opa. Michelle, bitte, mach's nicht noch schlimmer. Klar. Der arme Opa, wenn ihr mich nicht dabei haben wollt, dann sagt es. Und sie sagt so, toll, ja, Zoe will dich dabei haben. Was er indirekt sagt, so sie beide nicht. Also was ist das denn alles? Oh, Vorsicht, Alter. Oha, oha. Ich muss dich machen. Also mich irritiert irgendwie nach wie vor sehr, dass er jetzt so zum Beispiel das Fahrzeug in normaler Bewegungsgeschwindigkeit sich bewegt und die Figuren aber sich so bewegen, als ob die alle irgendwie in Zeitlupe unterwegs wären. Aber das soll, glaube ich, so. Also das soll, glaube ich, der Teil vom Spiel sein. Keine Ahnung. Vielleicht gewöhnen wir uns daran. Hey, danke fürs Zurückkommen. Einen Moment, ich hole nur... Arschloch, wollt ihr mich verarschen? Landplagen oder eher Wüstenplagen. Wir haben Glück, dass wir noch leben. Ja, weil ich hier so gut mit den Quicktime-Events das gemeistert habe, ne? Muss man ja an der Stelle auch mal sagen. Mann, wie der geguckt hat. Ich hoffe, er hat unser Kennzeichen nicht gesehen.
Der Wichser war zu beschäftigt, ins Nichts zu brüllen. Ja, das sind so richtige Rowdies. Das habe ich schön gesagt, ne? Wie so ein richtiger alter Mann, so. Das sind die Rowdies. Hier ist es. Northwood 28. Gott, hässlich. Diese Häuser sehen alle gleich aus. Jay, bereit? Jay, Junge. Jay! Was? Bleib bei der Sache, kleiner Bruder. Hätten ihn nicht mitnehmen sollen. Ach was, er macht das schon. Also, genau wie wir besprochen haben. In diesem Safe ist genug Kohle, um die letzten Wochen hinter uns zu lassen. Wir überleben, wir behalten das Haus, alles wird wieder wie früher. Wer lebt denn hier? Ihr habt mir nicht gesagt, wer da wohnt. Was egal ist. Du schleichst immer im Wald rum, kletterst auf Bäume und so. Du bist echt gut in sowas. Und du willst der Familie helfen, oder? Natürlich. Dann los, kletter über den Zaun und such einen Weg hinein. Oh, Alter. Weiß Mar von diesem Ding? Nee, aber jemand muss ja auf euch aufpassen. Alter, die machen ein Ding. Ich hab's ja jetzt erst. Eine Stunde. Wenn ich dreimal hupe, macht ihr die Biege. Hey, los geht's. Dale, der Code. Jack kann lesen. Versau das nicht, Junge. 5926. 5926, merken wir uns. Zieh du deine Tarzan-Nummer beim Hintereingang ab. Ich nehme die Garage. Vielleicht haben wir ja mal Glück. Und rein in die Bude. Boah. Alter, Kletus! Scheiße. Boah, schwierig. Sprechen bringt euch gar nichts. Wir werfen mal den Stock. Weil vorbeischleichen bringt ja auch nichts. Er hat uns ja schon entdeckt. Oh. Oh! Ah, der arme Hund. Nein, ey. Oh, der arme. Oh, der arme. Tut mir leid, dich so einzusperren. Alter, wir sind drin. Wir sind drin, Freunde und Freundinnen. Wir sind drin. 5926 ist der Code. Wir suchen den Tresor. Polizei, aufmachen! Scheiße, die Bullen. Oder ist es der große, böse Paul? Ach, es ist Dale. Nicht lustig. Was ist los? Er hat einen Dobermann. Ich musste ihn einsperren. Was ist das? Ha, Idiot. Alter, da wohnt ein Cop. Wem gehört das Haus? Dante Romero, König der Schweine. Warte, dem Sheriff? Yep. Ma und er hatten schon Streit, bevor er mich ins Jugendgefängnis geschickt hat. Ich weiß, aber... Aber was? Ich finde, er schuldet uns was. Wir sollten die Bude etwas aufmischen, wenn wir schon da sind. Ja, das finde ich eine gute Idee. Na gut, ich halte dich nicht auf. Was machst du da? Die könnten das testen oder so. Ach bitte, das hier ist Turok, nicht NYPD Blue. Und jetzt such schon den Safe. Jetzt können wir hier... Häufig sind ja so Gutes Safes hinter Gemälden. Oder nicht? Sagte Tyler, wo sie hin sind? Oh, sie hat Probleme. Sowas wie ein Arzttermin oder... Ich weiß auch nicht. Was gefunden? Nein. Vielleicht oben? Ja, kann sein. Was machst du da? Für meine Freundin. Du hast keine Freundin. Klappe, ich arbeite dran. Hm. Hey,
wenn dir das Leben Zitronen gibt. Komm schon, hilf mir, mich zu rächen. Du Schwein. Nee, das machen wir nicht mit, Alter. Das ist wirklich, nee. Wir haben keine Zeit. Außerdem ist das ekelhaft. Du bist echt ein Weichei. Weißt du das? Bin ich nicht. Bin ich nicht. So klingst du. Ja gut, da hat er wiederum schon recht. So, genug herumgealbert. Du siehst dich oben um und ich check die anderen Zimmer unten. Okay. Och nee, da ist jemand zu Hause. Die hat uns gesehen. Die hat uns erkannt. Die ist gar nicht beim Arzt. Und wir haben keine Maske auf. Och nee, och nee, och nee. Die will bestimmt... Och nee. Scheiße. Wir können jetzt auch nicht die Frau, also nee. Ja, Gott sei Dank. Nach 12 Jahren Jumbojet sollte ich doch ein Auto reparieren können. Alles okay? Ja, klar. Kennt man ein Motel, kennt man alle. Geht ihr schon mal vor. Ich hol mir eine Flasche Wasser. Shima! Ryans Mom sagt, ich darf bei ihm übernachten. Warte nicht! Junge, direkte Information, danke. Hallo? Also ich finde halt wirklich nach wie vor irritieren irgendwie so ein bisschen. Ne, wir haben jetzt ja geklingelt. Dass irgendwie alles sich schnell bewegt und die Figuren sich so komisch. Also ich meine, soll wahrscheinlich so ein Stilmittel sein. Tut mir leid. Danke fürs Warten. Aber... Hi. Wir hatten ein paar Meilen östlich von hier einen Unfall. Haben Sie vielleicht 2 Zimmer frei und die Nummer eines Abschleppdienstes? Oh, keine Chance. Unser Mechaniker Frank ist übers Wochenende in Tucson. Na gut, dann nur die Zimmer. Das macht 70. Nur Barzahlung. Ich meine, wie gesagt, ist halt wahrscheinlich so eine Art Stilmittel hierfür. Ich habe... Ist ja auch cool, 52. Muss man anerkennen so, aber... Das reicht für ein Zimmer. Hey, Joyce, ist halt auch gewöhnungsbedürftig. Bin hier beschäftigt. Bitte, es wäre eine große Hilfe, wenn ich den Rest morgen bezahlen könnte. Meine Tochter braucht ihren Schlaf. Und mein Vater schnarcht unerträglich. Oh, so eine Süße. Komm, Joyce, jetzt gib dir mal einen Ruck. Ihr wollt mich doch wohl nicht um ein paar Dollar betrügen. Nein. Hi, ich bin Michelle. Vielen Dank für die Unterkunft. Nun, wir haben ja noch Platz. Und helfen gerne. Schon wieder eine Sicherung. Ohne Schutzschalter geht's einfach. Oh, hey, willkommen in Turok. Hallo. Paul, frag bitte Norma, ob sie das Auto von dem Mann zum Parkplatz abschleppen kann. Oh Mist, haben Sie einen Platten oder sowas? Ich kann gut Sachen reparieren. Nein, Motorschaden. Aber Sie können es gern versuchen. Ein roter SUV östlich, nicht zu verfehlen. Wird gemacht. Krass, korrekt von dir, Paul. Hey, kennen wir uns? Nee, man verwechselt mich oft mit Clint Eastwood. Oh, Gott sei Dank ist das hier kühl. Sind wir jetzt im Urlaub? Können wir schwimmen gehen? Ach, weißt du was? Unsere Badesachen sind im Umzugslaster. Und hüpf nicht auf dem Bett rum, okay? Darf ich eine Tiersendung anschauen? Bitte! Hey, ich hab gesagt, nicht hüpfen. Ich höre auf, wenn ich Fernsehen darf. Da lernt man was. Ja gut, ich komm, wir sind im Urlaub und, ne? Na gut, eine halbe Stunde. Ja, danke, Daddy. Und du musst mir danach ein paar coole Dinge erzählen.
Mann, die Kleine kann echt gut verhandeln. Sie hatte einen harten Tag. Lass sie ruhig. Alles okay? Oh, ich weiß nicht. Fühlt sich verspannt an. Gibst du mir eine Massage? Nettes Zimmer. Sieht aus wie meins. Ich gehe kurz mit Zeus raus. Vince, würdest du mitkommen? Wir sind doch gerade hergelaufen. Tja, aber er muss pinkeln und ich will mit dir über etwas reden. Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Wenn wir jetzt mit dem Vater gehen, dann ist Michelle sauer wegen Nacken und alles Möglichen und so. Wenn wir mit ihr bleiben, ist er sauer, weil er will mit uns reden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Egal, wir haben nur einen Vater im Leben. Klar, ich komme. Dauert nicht lang. Komm, Zeus, hierher. Ja. Danke, dass du dich im Auto vorhin für mich eingesetzt hast. Ja, sicher. Muss schwierig sein, wenn ich dich so reize, während ihr beide so angespannt seid. Willst du mir jetzt Ehe-Tipps geben? Wenn ich mich recht erinnere, bist du damals abgehauen. Nein, nein, nein. Ich will nur Danke sagen. Für die letzten paar Monate. Dich neu kennenzulernen, Zoe kennenzulernen, das war ein Segen. Schön, dass sie dich hat. Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Mit diesem Tumor im Kopf? Oh Mann. Das ist wieder auch so ein Thema, was zumindest mich hart triggert. So wieder so ein total deprimierendes, niederschmetterndes Thema. Egal. Es muss schrecklich sein, zu wissen, dass das Ende unausweichlich näher rückt. Das erste Mal, dass ich nicht weglaufen kann. So gerne ich würde. Aber ich meinte die Schuld. Die unaufhörliche Schuld. Ich war 30 Jahre weg. Nicht vorzustellen, wie das für dich und deine Mutter war. Nur, um heil zu sein und der Welt den Mittelfinger zu zeigen. Ja. Ich meine, eigentlich könnte man sagen, beschwer dich nicht bei mir, so auf deine Mitleidstour, auch so ironisch Mitleid. Aber ich bin, was sowas angeht, immer echt sehr harmoniebedürftig. Und, letztendlich hast du an meine Tür geklopft. Das war sicher nicht einfach. Ja, das stimmt. Nein, war es nicht. Es tut mir leid, mein Sohn. Ich weiß, ich verdiene dein Vertrauen nicht, aber ich muss dich etwas fragen. Okay. Die Ärzte, sie sagen, ich habe vielleicht nur noch 2 Jahre. Sie können es natürlich nicht genau wissen. Aber, nun, ich sagte ja, ihr könntet mich in Tulsa absetzen, dass ich dort Freunde treffen kann. Spuck's schon aus, Jim. Wie fändest du es, wenn ich mit dir, Zoe und Michelle im neuen Haus wohnen würde? Im Ernst? Vor 6 Monaten wusste ich nicht mal, dass du lebst. Jetzt willst du das... Das... Ich will nicht im Krankenhaus leiden. Ich will bei meiner Familie sein. Ja, auch da... Ich meine, klar, man würde im ersten Moment hierzu neigen und so weiter und so fort, aber wie gesagt, ne? Ich bin da harmoniebedürftig, deswegen er redet mit Michelle, dass der Vater... Ne? Oh Mann. Also gut, ich rede mit Michelle. Wirklich? Mir fehlen die Worte. Vielen Dank. Komm, das müssen wir feiern. Oh, hallo. Hallo, Paul. Hab dein Auto hergeschleppt. Du hattest recht. Das kann ich nicht nur mit einem Hammer und Spucke reparieren. Was kriegen Sie? Nichts. Ihr seid Gäste. Los, pack ihn hinten, schnell. Was in aller Welt? Hey, was geht denn jetzt ab? Los! Was soll das? Was soll das? Ich sagte auf den Boden! Was für Weigern? Wir sind doch nicht lebensmüde. Gut so.
Warten Sie. Sie brauchen keine Hilfe zu rufen. Oh nein! Ja. Da guckst du, wa? Niemand wird ihnen wehtun, okay? Sie sieht doch die ganze Zeit dein Gesicht, Junge. Ist das dumm? Oh, die kann gar nicht reden. Ach ja, sorry. Wir wollen nur das Geld. Dann sind wir weg. Oh Mann. Ich weiß nicht. Wissen Sie es nicht? Hat er nichts gesagt? Oh, entschuldigen Sie meine Neugier. Stabil. Danke. Gute Reaktion von der Frau. Alles okay da oben? Alles gut. Ich sehe in seinem Büro nach. So ist es gut. Hier drin muss er sein. Okay, dann gehen wir auch wieder erstmal zum Gemälde. Weil wie gesagt, häufig sind so Wandtresore ja hinter Bildern. Was hier wohl passiert ist? Oh, da waren Schüsse. Dann gucken wir... Ja, in der Schublade ja wohl kaum. Gucken uns mal den Tisch an. Da ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Schon mal sehr, sehr gut. Vogelbeobachter. Cool. Okay, dann schauen wir uns das nochmal an. Da ist er, der Tresor. Ich hab ihn. Was zum? Hä? Wo ist der Code? Ach man, Junge. Aber ich weiß ihn ja zum Glück. Na, ihr bestimmt auch. 5926. Ups. Oh. 2, 6. Ja. Oh, das ist aber ein ganz schöner Batzen, Junge. Dale, sieh dir das an. Oh, Scheiße. Was verdient dieser Wichser? Ja, ich glaube, der packen wir ein. Gute Sheriff scheint nicht nur Sheriff zu sein, oder? Hätte ich so viel Geld wie dieses gierige Arschloch, würde ich alles spenden. Würdest du nicht? Nein, verdammt. Ich würde einen 64er Pontiac GTO kaufen. Die schickste Karre, die je über die Straßen gebrettert ist. Ja. Und du? Was, wenn du das ganze Geld behalten könntest? Für die Familie. Immer für die Familie, Freunde und Freundin. Es ist nicht für uns. Davon bezahlen wir paar Schulden und so. Hab nichts anderes gesagt. Nur gefragt, was wäre, wenn? Naja, ich denke trotzdem nicht, dass wir es tun sollten. Wie auch immer. Musterschüler. So, Freunde cool, und Freundinnen. Wir sind Klempner und haben ein verstopftes... Oh, da kommt der Sheriff, Freunde und Freundinnen. Da kommt der Sheriff. Los, schnell! Ich hol nur schnell meine Brieftasche. Hab deine Therapie übrigens auf Montag verschoben.
Erstmal einen Schluck Cola, da hat Dale ja zum Glück nicht reingepinkelt. Oh, da kommt er direkt. Wer ist da? Oh, oh. Habt ihr die Kohle? Oh ja, wir haben es. Gut gemacht, Jungs. Wie wär's mit Burgern auf dem Heimweg, hä? Zur Feier des Tages. Oh, wir Burger klingt immer Woche gut. Wir werden eine Woche lang jeden Tag feiern. Oh nein. So eine Scheiße. Zentrale, hier C1. Ich brauche alle Streifen in der Gegend von West Turok. Sucht nach einem blauen Pickup. Verstanden. Nein, ist es nicht. Ich brauche Verstärkung. Man hat mich ausgeraubt. So, ich würde sagen, liebe Freundinnen und Freunde, mit dieser dramatischen Wendung und der Zusammenführung unserer beider... Sie haben uns nicht gesehen. Erzählt Stränge. Wir sind doch entwischt. Ich mache jetzt Pause hier. Mit der Zusammenführung dieser beiden Erzählstränge sind wir am Ende der ersten Folge. Wie gesagt, ich finde es bislang... überwiegend gut. Also was mir sehr gefällt, ist wirklich die Charakterdarstellung, weil die Charaktere wirklich Charaktere schon sind. Also man merkt jetzt schon, das sind nicht nur so platte Charaktere, sondern wirklich Charaktere mit Tiefe. Die Stimmen finde ich mega, also Synchronisation ist klasse. Auch die Stimmen sind einfach super. Story ist bisher sehr, sehr schön, sehr, sehr stark. Ich bin gespannt, was weiter passieren wird. Das Einzige, was mich immer noch so ein bisschen irritiert, ist diese Bewegung der Figuren, wie gesagt, das soll wahrscheinlich so eine Art Stilmittel sein, so ein bisschen wie diese, ich weiß nicht, wer es noch kennt, dieses Bilderkino, wenn man so ganz viele Bilder ganz schnell hintereinander macht und dadurch die Bewegung der Figuren kommt. Ja, ist gewöhnungsbedürftig, aber finde ich, ganz okay. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit der dramatischen Zusammenführung dieser zwei Erzählstränge der kleinen Familie, die aufgrund irgendwas auch immer umzieht, mit dem schwerkranken Vater, der 30 Jahre lang wohl verschollen war, und unseren drei Rowdies, die den Überfall gestartet haben. So, und damit tschüss.